Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem Video und vielen Dank fürs Einschalten. Heute zeige ich euch meine Top 5 Foundations. Ich habe so in den Kommentaren gelesen, wohin die Tendenz denn so geht. Und ich habe gesehen in den Kommentaren, dass ganz viele nach Foundation gefragt haben. Und deshalb habe ich heute 5 Foundations, meine allerliebsten, die ich euch zeigen möchte. Ich muss ehrlich gestehen, es fiel mir gar nicht schwer, sondern ich wusste gleich, okay, die ist sehr gut, die, also ich hatte sie super schnell zusammen und ich liebe sie total und deswegen freue ich mich sogar über dieses Video, weil ich auch, wenn ich mich schminke, dann immer Foundation benutze. Also bei mir ist es so wirklich, entweder schminke ich mich richtig oder gar nicht. Die erste Foundation ist auch die, die ich heute trage, ist die, die ich schon seit, ich glaube, einem Jahr trage jetzt bald. Oder nee, ich glaube im Januar ist es ein Jahr. Ununterbrochen, sehr oft nachgekauft, super günstig, super toll. Auch wenn ihr seht, ich habe einen Primer drunter und drüber auch ein Setting Spray. Das macht auch viel aus bei dem Look einer Foundation. Und es handelt sich hier um diese. Und zwar von Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Und ich habe sie in der Nummer Sand Beige. Das ist einfach eine so gute Foundation und dafür auch noch aus dem Drogeriebereich. Und ich würde fast sagen, das ist aus der Drogerie mit die beste Foundation. Ich habe hier noch eine, die ich euch gleich zeige, die auch unglaublich gut ist, die vorher mein liebster Favorit war. Also diese benutze ich sehr, sehr häufig und ich finde, das sagt auch aus, wie gut ich sie finde. Also schon allein der Ton passt einfach perfekt auch zu meinem Hals. Es ist einfach perfekt. Und das ist auch so wichtig bei einer Foundation, denn es darf nicht aussehen wie eine Maske, sondern es soll einfach genau den gleichen Ton haben wie euer Hals und auch euer Dekolleté. Da müsst ihr auch ganz doll aufpassen. Nicht immer nur mit dem Hals vergleichen, ob der Ton passt, sondern auch mit eurem Dekolleté. Denn das ist auch super wichtig. Entweder sieht es wirklich aus wie so eine Maske oder so bis hier. Und dann kommt euer wirklicher Hautton und dann denkt man sich, ja, irgendwie passt es nicht ganz zusammen. Deswegen, wenn ihr euch Foundations aussucht, schaut auch, dass es zu eurem Dekolleté passt, also der Ton. Und hier muss ich sagen, es ist einfach, der Ton ist perfekt, die Konsistenz ist wunderbar. Es hat hier eine Pipette und ich trage das meistens, entweder gehe ich mit der Pipette ans Gesicht, dann verblende ich das mit dem Pinsel sehr gut, aber jetzt heute und auch in meinen letzten Videos habe ich auch diese Foundation getragen, den letzten beiden Top 5 Videos. Und da habe ich das erstmal auf meinen Handrücken aufgegeben und dann ist es so zerlaufen, weil es ziemlich flüssig ist. Und dann habe ich das mit dem Finger so streifenartig auf das Gesicht aufgetragen und dann mit dem angefeuchteten Schwämmchen. Hat mir irgendwie besser gefallen, muss ich sagen. Und ja, wie auch immer, jeder muss für sich rausfinden, wie er eine Foundation aufträgt, ob mit einem Schwämmchen oder einem Pinsel, je nachdem. In jedem Fall ist es einfach eine so tolle Foundation. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn man mich auch fragt, was ist die beste Foundation aus der Drogerie, dann sage ich eigentlich immer die und die. Das ist die Indefectible 24 Stunden Matte Foundation von L'Oreal und die habe ich in der Farbe Sand, also 20 Sand. Und das ist auch eine so gute Foundation, wirklich. Also da kann ich auch nur schwärmen. Die habe ich auch schon 2-3 Mal nachgekauft und die benutze ich auch schon viel länger als diese hier. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist die Deckkraft und dass sie sehr gut verblenden lässt und dass sie sehr lange hält. Und ich finde, also wirklich, diese beiden Foundations können 100% mit Foundation aus dem High-End-Bereich mithalten. Also absolut. Hier hat auch die Drogerie total aufgeholt, finde ich. Bei den Lidschatten vielleicht noch nicht so ganz, aber Foundation, Concealer auf jeden Fall. Also wirklich ein ganz, ganz großer Favorit, kann ich euch auch nur empfehlen. Und ich habe, falls ihr meine anderen Videos noch nicht gesehen habt, ich habe eine normale bis Mischhaut, teilweise auch ein bisschen trockenere Haut, jetzt um die Augenpartie herum. Da schaue ich, dass ich einen passenden Concealer benutze, der meine Haut nicht zu sehr austrocknet. Aber ja, deswegen passen sie bei mir gerade so. Wenn ihr eine sehr trockene Haut habt, dann wird eine stark deckende Foundation eure Haut noch trockener machen. Deswegen passt da unbedingt auf. Bei mir ist es gerade nur so grenzwertig und ich benutze ja immer einen Primer drunter, der so feuchtigkeitsspendend ist, so ein bisschen ölig. Mir geht es nicht darum, dass die Poren sich verschließen, sondern dass ich einfach eine schöne, gesunde, feuchte Basis habe, sodass die Foundation leichter sich verblenden lässt. Und ich benutze auch danach immer ein Setting
Haarespray. Das ist nochmal Feuchtigkeit. Und man hat so einen Effekt, als hätte man insgesamt nur eine Schicht Make-up drauf und nicht Foundation, Concealer, Bronzer, blablabla, sondern als wäre das einfach nur eins. Deswegen ist dieser allererste Schritt und der allerletzte Schritt in meiner Foundation-Routine oder meiner Make-up-Routine generell sehr, sehr wichtig, damit es eben dann so aussieht, wie es jetzt aussieht. Dann habe ich noch weitere Foundations, noch zwei, die auch sehr, sehr deckend sind, aber mir auch so gut gefallen. Und zwar zum einen eine Foundation von Wet n Wild. Photo Focus heißt sie. Und die habe ich bestellt auf Amazon. Die habe ich nämlich gesehen bei einer amerikanischen YouTuberin. Und sie hat so davon geschwärmt. Und der vertraue ich total. Tati heißt sie. Und ich habe das hier in der Farbe Bronze Beige. Und ihr glaubt nicht, im Internet Foundation bestellen ist immer so gefährlich. Und man weiß nicht, passt der Ton oder passt er nicht. Aber ich habe einfach mal die richtige Farbe gleich erwischt, bin mega happy damit. Und das ist auch eine sehr stark deckende Foundation. Die setzt sich nicht in die Fältchen, die lässt sich super verblenden, hat auch hier einen sehr, sehr schönen Ton. Also ihr könnt, wenn ihr irgendwelche Flecken habt im Gesicht oder Unreinheiten oder sowas, die deckt wirklich alles sehr, sehr, sehr gut ab. Und ja, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Wirklich auch ein Riesenfavorit und zählt eigentlich auch zur Drogerie. Und dann habe ich noch zwei Foundations aus dem High-End-Bereich und weil ich jetzt die ganze Zeit Flüssig-Foundations gezeigt habe, zeige ich euch auch eine Puder-Foundation in einfach einer traumhaften Verpackung. Das war eine Limited Edition. Diese Foundation ist von Bare Minerals und das ist die Original Foundation und die ist so klasse, wirklich. Wenn ihr eine Problemhaut habt, wenn ihr eine unreine Haut habt oder ja, eine sensible Haut, wenn ihr aber trotzdem gerne Foundation tragen möchtet, um irgendwie einen gleichmäßigeren Ton zu haben oder ja, oder eure Haut auch über den Tag pflegen möchtet, dann ist das wirklich die allerbeste Foundation, ohne Spaß wirklich. Ich hatte eine Zeit lang richtig viele Unreinheiten gehabt und manchmal finde ich, wenn man dann Foundation aufträgt, dann wird das alles noch betont, diese ganzen Dellen und was so absteht, ne? Und und zu der Zeit hatte ich glücklicherweise auch ein Paket bekommen von Bare Minerals. Das war noch ganz am Anfang. Voll toll, dass sie mich von Anfang an unterstützen. Und ich habe gedacht, ja, ich weiß nicht, Puder Foundation, hilft es was? Und dann habe ich das jeden Tag aufgetragen und ich sag euch, meine Unreinheiten sind weggegangen. Es gibt noch eine nämlich andere Foundation, auch in Puderform, aber mit Teebaumöl drin. Und die hat alle meine Unreinheiten weggemacht. Ihr glaubt es nicht. Ich habe das richtige Gefühl gehabt, während ich tagsüber eine Foundation trage und gut aussehe, arbeitet meine Haut und die Foundation und meine Haut wird wirklich besser. Also meine Unreinheiten sind dank der Foundation weggegangen. Und man sagt auch, dass man mit der Foundation von Bare Minerals sogar schlafen gehen kann, weil sie wirklich keine Inhaltsstoffe drin hat, die der Haut schaden und ich liebe die, also generell auch die Produkte von Bare Minerals liebe ich über alles. Übrigens auch der Lipgloss, den ich gerade trage und auch in meinem letzten Video habt ihr auch alle gefragt. Schaut in die Infobox, da verlinke ich euch den. Das ist auch eine Foundation, die ich jedem empfehlen kann. Die ist nicht stark deckend, die ist relativ leicht, sieht natürlich aus und pflegt eure Haut, also eigentlich Jackpot. Und die letzte Foundation, die ich euch zeigen möchte, ist auch die teuerste von den allen. Und zwar ist es von Estée Lauder die Double Wear Foundation in der Farbe Desert Beige. Und, oh, jetzt weiß ich nicht mehr genau von Bare Minerals, weil das ist schon die zweite Tube. Ich weiß nicht, ob die Farbe mir jetzt passen wird. Deswegen sage ich euch lieber keine Farbe. Lasst euch am besten beraten im Douglas. Und die Estée Lauder Foundation ist auch einfach so ein Oldie, aber Goldie, auf die es auch immer Verlass. Von der braucht ihr nur ganz wenig, um wirklich einen deckenden Effekt zu haben. Ihr könnt die super gut schichten. Also wenn ihr sagt, eine Schicht von der Foundation reicht mir irgendwie nicht, ich brauche mehr Deckkraft, dann könnt ihr das schichten. Es sieht nicht schlecht aus, es setzt sich nicht ab, nicht in die Fältchen, sieht nicht cakey aus. Eine sehr, sehr schöne High-End Foundation. Und die ist mir schon bald leer und ich werde auf jeden Fall eine neue nachkaufen, weil die einfach sehr, sehr schön ist. Lässt sich auch sehr, sehr gut verblenden. Die Farbe passt sehr gut und ich habe sie auch eine Zeit lang so, so geliebt. Ich habe sie jeden Tag aufgetragen, auch
wenn sie teuer war, aber es war mir absolut wert, weil ich habe mich so wohl damit gefühlt. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ganz viele von euch, die das Video gerade schauen, das bestätigen können. Das ist eigentlich auch eine relativ bekannte Foundation, die es einfach geschafft hat, weil sie eben so gut ist. Und das waren jetzt meine Top 5 Foundations. Ich muss sagen, das ist mir wirklich nicht schwer gefallen, weil ich habe die super schnell zusammengefunden. Aber das habe ich ja schon gesagt. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, wenn man so schnell Produkte aussuchen kann. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das war auch ein bisschen hilfreich. Generell, wenn ihr euch Foundation kauft, wenn ihr nicht wisst, seid ihr gelbstichig oder seid ihr rotstichig, geht immer in ein Geschäft und lasst euch beraten. Weil da wird euch immer geholfen. Vielleicht habt ihr sogar ein Oliv Hautunterton oder irgendwie neutralen oder wie auch immer. Es gibt ja so viele verschiedene Hauttypen und Hauttöne und ich kann euch das nur ans Herz legen. Lasst euch unbedingt beraten, weil auch wenn ich zum Beispiel sage, ich habe die Farbe und die ist gut, habt ihr vielleicht einen anderen Hautton. Und wenn ihr eine Foundation zum Beispiel im Douglas aufgetragen bekommt, dann wie gesagt, achtet darauf, ob das auch mit eurem Dekolleté passt und schaut auch, wie das im Tageslicht aussieht, weil im Douglas das ist ja so ein künstliches Licht, was super gut ist. Ja, man sieht von allen Seiten, ist wunderbar. Aber wenn ihr rausgeht, sieht alles immer ganz anders aus. Und falls ihr in eine Foundation investiert, dann lasst sie euch am Morgen auftragen und probiert sie den ganzen Tag zu tragen, sodass ihr für euch rausfinden könnt, wie sie sich über den Tag auf eurer Haut verhält. Ob ihr trockene Hautschüppchen bekommt oder ob ihr total nachölt, ob sich das in die Fältchen setzt oder wie auch immer. Weil ich finde, wenn man sich teure Produkte kauft, dann sollte man das nicht überstürzen, sondern erstmal, ja, sich probieren, damit zu identifizieren. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin alles Liebe. Tschüss!